Oh, ist das schön. Zeit zum Genießen. Hallo ihr Lieben, ihr müsst unbedingt dranbleiben, denn ich möchte euch einiges zeigen. Es gibt einen schönen großen, neuer, normal großen Gartenrundgang bei mir. Spermemäßig hat was zu mir gefunden und ihr wollt bestimmt sehen, wie es meinem ganzen Pflänzchen geht, soweit ich euch das zeigen kann. Okay, also ihr merkt, unbedingt dranbleiben. Gut, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo fange ich denn jetzt eigentlich an? Ich war auf jeden Fall fleißig, gleichzeitig aber habe ich auch ganz viele schwierige Wochen hinter mir. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Kann es mal grob umschreiben, unter anderem eine Trauerphase, aber nichtsdestotrotz auch ganz, ganz viel Positives am Passieren. Und ich freue mich schon, so euch das hier zeigen zu können, weil ich habe echt einen Schlag reingehauen, würde man sagen. Am besten drehe ich euch um. Das Stativ steht hier gerade auf dem grassroten Hochbeet. Und ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen und lege direkt mal los. Also einmal ein Schwenker. Das macht alles ein bisschen einfacher. Also ihr könnt das sehen hier vorne, das kennt ihr noch. Aber da vorne hat sich einiges getan. Von dieser Seite könnt ihr es sehen, ganz viel Totholz. Ich habe das Beet aufgeschüttet, bin da endlich mal vorangekommen. Übrigens, ihr müsst mit dem Wind leben. Ich habe tagelang jetzt gewartet, überhaupt mal was in Kasten kriegen zu können. Und das lässt sich heute nicht vermeiden. Ja, da vorne wächst einmal Rhabarber. Und dann habe ich hier Kohlrabi stehen. Da, da, also hier könnt ihr das sehen, ne? Dort, dort, dort. Und da vorne habe ich einen Mangold, da auch irgendwo, keine Ahnung, habe ich glaube ich abgesoffen, ein bisschen zu doll gegossen und da habe ich auch noch was drin. Ich glaube, das war rote Beete, rote Rübe, irgendwie so. Letztes Mal auch schon beschrieben, geht das eine Beet ins andere über. Von daher, hier waren ja letztes Jahr drei Tomaten-Rankhilfen drin mit diesen Korkenzieher-Haselnuss, die echt wunderschön aussehen. Und dieses Jahr wollte ich auf jeden Fall auch Tomaten haben, allerdings das Ganze ein bisschen auseinanderziehen und ja, alles andere werde ich anpassen, wenn ich da was anpassen muss. Was weiß ich hier, Regendach oder Windschutz oder was weiß ich, das lasse ich alles auf mich zukommen. Mal gucken. Und in der Mitte, wo auch das Indianerbeet war, Blödsinn. Obwohl, es wird vielleicht so genannt, ich weiß es nicht. Hier hatte ich auf jeden Fall Mais drin letztes Jahr, der mir geklaut wurde. Da habe ich ja nichts von gehabt, außer ich glaube einen Maiskolben, der war ziemlich lecker. Schade, dass das andere nichts geworden ist. Ich werde mich aber dieses Jahr wieder am Mais probieren. Au, da muss ich mir noch überlegen, wo das hin soll. Also, hier vorne, das ist Knoblauch. Hier vorne, das sind Brutzwiebeln, die ich einfach mal versucht habe, Brobillen. Und da sind noch Zwiebeln. Also mal gucken, was raus wird. Ansonsten unspektakulär. Von dieser Seite könnt ihr auch wunderbar sehen. Ich habe das alles mit Steinen gemacht. Ich habe drüben auch die Dachziegel mit eingearbeitet. Und hier rechts auch nochmal ein bisschen Totholz. Und das bietet natürlich vielen, vielen Lebewesen neuen Lebensraum. Und das wollte ich auf jeden Fall hier integrieren, Stück für Stück. Und mal gucken, wie sich das arbeitsmäßig dann auswirkt. Gerade so mit der Quäke, die ist ja echt brutal. Alles, was ihr hier am Rand seht, hier, das ist hier alles Quäke. Und ich versuche das Beste draus zu machen, das teilweise zu vertreiben, wie hier rechts. Da habe ich ja überall Kartoffeln drin. Und mit einem bestimmten Prinzip, um halt die Quäke zu vertreiben. Mal gucken, was dabei rumkommt. Gehen wir mal näher ran. Was habe ich da vorne? Ihr seht, ich habe gegossen. Hier vorne habe ich drin, das ist die rote Gartenmelde. Am 14.04. in den Boden gekommen. Ein Stück weiter, das Rankgerüst für die Erbsen. Quasi in zweiter Reihe noch Erbsen. Und direkt dahinter, also von der anderen Seite, hier habe ich Buschbohnen drin, die Purple Queen. Mal gucken, was bei rumkommt. Dann neben den Purple Queen haben wir Erdbeeren und direkt da vorne kann ich mal zeigen. Und so weiter, hier verteilt noch Zwiebeln.
Ja, das sind stinknormale Tomaten, die habe ich von einer Obfrau geschenkt gekriegt, habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich habe ja noch andere Erdbeeren in der Anzucht, gelbe bzw. weiße Erdbeere ist es. Und was habe ich noch? Achso, die Moschus, die Zimt-Erdbeere. Mal gucken, wie das alles nachher schmeckt. Ich bin so gespannt. Dann kann man hier schon wunderbar sehen, habe ich von hinten nach vorne einfach mal Pastinaken in der Mitte, Schwarzwurzel und hier vorne bei uns Radieschen-Eiszapfen. Wie ihr sehen könnt, die kommen. Ja, bin ich sehr zufrieden mit. Hier direkt daneben habe ich ja Möhrchen gepflanzt, die kommen auch alle. Der Spinat auch gut dabei und den Rest kennt ihr ja schon zu Genüge. Da werde ich jetzt einfach nochmal ganz vorsichtig, langsam, für die Leute, die es dann interessiert, nochmal längs schwenken. Guck mal, hier sind schon ganz schön dicke Hoshis bei. Das ist ja der Knoblauch vom Zwerden. Ja. Oh, ich habe ja was entdeckt, ne? Wisst ihr, was Schönes? Wisst ihr, was man essen kann? Ich wusste das auf jeden Fall. Upsi, ich muss, glaube ich, hier mal umschwenken. Moment. Zup. Was ich ganz lange nicht wusste, was man aus essen kann. Mal gucken, nicht, dass ich ein Tierchen mitfutter. Ist übrigens auch gesund, mega gesund. Gerade so gegen Krebs. Oh, ich habe ein bisschen. Ich habe das die letzten Tage schon genascht. Das hier unten, wenn ihr das nachmachen wollt, vielleicht kennt ihr das ja auch schon, ist ja, ne? Das hier unten mache ich gerne ab. Das habe ich gerade nicht gemacht, jetzt wird es bitter. Und ja. Viel besser. Lecker, lecker. Okay, weiter geht's. Ich will gar nicht rumplempern. Also wie ihr sehen könnt, hier ein richtig schöner Komplex entstanden. Oh, etwas habe ich euch noch nicht gezeigt, wie ich das letztendlich noch weiter aufgebaut habe. Ich gehe noch mal näher ran. Da könnt ihr sehen, ich habe das, man kann es gar nicht so feststellen. Also es ist, hier gibt es überall Höhenunterschiede. Die eigentliche Kante, die könnt ihr da sehen. Also hier ist eigentlich die richtige Höhe. Das heißt, so ein Stück bin ich runtergegangen und nach hier ist quasi so eine kleine Auffahrt. Also jetzt, wo ich stehe, das ist die Höhe von der Grasnarbe auch da vorne. Also, das Ganze habe ich hier rechts auch gemacht. Das könnt ihr auch sehen an der Erhöhung. Übrigens, den Platz habe ich auch wieder frei gemacht mit der Bank. Oh, das muss ich euch zeigen. Guckt euch das mal an. Tada! Stand am Straßenrand. Wenn das mal nicht zu mir sollte. Ich finde die totschick. Metall. Und noch ein D-Mark-Zeichen drauf. Nicht schlecht. Spontan verliebt, würde ich sagen. Die sollte zu mir. Hab übrigens noch mehr zu zeigen, aber da müsst ihr euch noch gedulden. Das werde ich euch nachher Richtung Ende, denke ich, zeigen. Okay, weiter geht's. So, gehen wir mal weiter rum. Also hier bei den Kartoffeln ist noch nichts zu sehen, außer Quieke, die sich durchboxt. Kommen wir von da hinten hier vorne hin. Hier habe ich jede Menge Knoblauch, wie ihr noch wisst. Und ja, ich werde euch noch mal ein paar Brutzwiebeln zeigen. Und zwar sind das die, wenn der Knoblauch in Blüte geschossen ist, hat das ja oben ja so eine Kugel, könnte man schon fast sagen. Die Burbille, ich glaube, so ist das richtig ausgesprochen. Und oder halt auch Brutzwiebel. Und die kann man so auseinanderdengeln und die einzelnen Boden setzen, um für ein Folgejahr den Steckknoblauch, wie auch immer, ach, diese Dinger da halt zu ernten. Ne? Also im Grunde genommen keine effektive Anbaumethode. Mann, ich rede die ganze Zeit drüber, ich zeige euch das jetzt erstmal. Da könnt ihr das gut sehen, den Unterschied. Also, das sind die kleinen Ausburbillen. Und ich wollte das einfach mal machen und ausprobieren. Einfach mal Erfahrung sammeln, die direkte Erfahrung. Ansonsten soll das ja keine effektive Anbaumethode sein. Ne? Ihr wisst das, wie einfach Knoblauch anzubauen ist. Und ob das jetzt Not tut oder nicht, ist immer eine andere Sache. Ja, was ich aber sagen kann, die Brutzwiebeln schmecken lecker. Sind scharf, haben so ein Räucheraroma. Ich kann das gar nicht beschreiben. Probier das mal aus. Ich fand das sehr interessant. Das kann ich mir in Gerichten sehr gut vorstellen.
Wildbienen habe ich übrigens noch keine gesehen, die sich bei mir irgendwie eingenistet haben. Ich habe auch in feuchtes Holz gebohrt. Also das werde ich nochmal nacharbeiten. Aber wie ihr sehen könnt, die Vögel haben das ordentlich genutzt und vollgeschissen, können wir mal sagen. Ja, egal. Falls ihr da Ideen habt oder so, ich habe das schon mitgekriegt, das sollen richtig gerade Löcher sein, richtig schön, also keine Späne oder so dran. Die Tipps habe ich schon angenommen, also die habe ich im Hinterköpfchen und es kann sehr gut sein, dass es jetzt daran liegt. Allerdings glaube ich auch, dass es sein könnte, dass vielleicht der Standort nicht gut gewählt ist. Die sind ja hier recht nah am Zaun und ich weiß nicht, wie da Bienen ticken, vielleicht wisst ihr das, dann schreibt das mal bitte unten in die Kommentare. Müssen die einfach irgendwie mehr ins Innere meines Gartens, dass sie da mehr Ruhe haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hier pfeift auch immer der Wind durch, kann sein, dass das überhaupt nichts für die ist. Falls ihr da Infos für mich habt, immer raus damit. Nacharbeiten werde ich, wie gesagt, noch. Gut, dann sind wir nochmal bei meinem Anzuchthäuschen. Jetzt muss ich ja hier mal so ein bisschen durch. Wird bei euch wahrscheinlich ein bisschen wackeln, weil das hier so ein Teppich ist. Guckt euch das mal an. Na, kann man das sehen? Ja, das kann man sehr gut sehen. Also das hier ist teilweise ein bisschen experimentig. Also wie ihr sehen könnt, die sehen nicht jetzt alle Bombe aus oder so. Da habe ich noch Sachen, die ich retten wollte. Allerdings haben wir hier auch den tollen Kohlrabi noch drin. Aber unterm Strich, na, kommen wir jetzt nicht auf den Kopf. Was wollte ich denn jetzt sagen? Egal, ihr könnt das sehen, was ich da habe, teilweise tote Pflanzen. Ich habe ja gesagt, die letzte Zeit war für mich ein bisschen schwieriger, deswegen habe ich einen Teil meiner Pflanzen verloren. Ich hatte einfach keine Kraft mehr, hier hinzukommen und das hat dann Pflanzenopfer gefordert. Ich nenne das jetzt mal einfach natürliche Auslese und macht aber nichts. Ich nehme das so an, wie es ist. Ich glaube, das Schlimmste war der Blumenkohl, der mir verloren gegangen ist. Mit dem Rest kann ich ganz gut leben. Ne? Also Blumenkohl ziehe ich gerade wieder neu an. Alles andere, ja, wird sich zeigen. Ne? Ich denke, ich habe schon ziemlich viele Pflanzen. Und von hier, machen wir jetzt mal den Break. Ja, wir machen jetzt mal den Break. Ich gehe nochmal ins Gewächshaus, werde euch von da noch Aufnahmen schicken. Ich glaube, ich muss mal näher ran, ne? Könnt ihr mich überhaupt sehen? Also, ich werd noch mal ins Gewächshaus rüberstiefeln. Ich habe ja ein paar Parzellen weiter ein Gewächshaus. Wer das übrigens alles nicht gesehen hat, ich habe einen riesen Abonnenten... Au! Okay, jetzt muss ich mal... Au! Ah. Das sind so Momente, da ärgere ich mich schon, weil ich dann das Ding da nicht zwischen gemacht habe. Also jetzt kann das nicht mehr runterfallen. Sei denn, der Wind hebt das nochmal kurz hoch. Wollen wir mal nicht hoffen. Wo bin ich denn stehen geblieben? Ja, also ich habe letztes Mal ein riesen Abonnenten-Special gemacht, wo man was gewinnen konnte. Und das ist ein super, super langes Video. Ich wollte mich bedanken bei euch. Ich habe das auch... für mich ist das ein ganz besonderes Video. Guckt euch das mal an. Da sind auch... Bin auch ziemlich berührt, was da an Kommentaren gekommen ist. Das Video war bisher sehr beliebt. Das hat mich sehr überrascht. Ich dachte so, die meisten haben da keinen Bock, das zu sehen. Also mir ist es durchaus bewusst, wenn ich sowas hochlade, dass das für den einen oder anderen zu lang ist. Leute, ich erwarte von euch nichts. Ihr müsst auch nicht alles gucken, was ich irgendwie mache. Ich habe ja auch Podcasts und auch mal so Achtsamkeitssachen und so. Das gehört zu mir. Sowas werde ich weitermachen. Allerdings... wie gesagt, fühlt euch nicht unter Druck, da irgendwas immer anzugucken. Ne? Also fühlt euch frei, wenn ihr irgendwas nicht sehen wollt, dann lasst es sein. Also, das, ja. Aber wie gesagt, dieses Abonnenten-Special. Oh, hier ist eine Hummel. Na, findest du raus? Hummeln sind so ein Wunder, ne? Wie die fliegen können. So kleine Flügelchen und so ein Riesenkörper. Echt wie so ein ach, keine Ahnung. Ein Bus, der am Paraglider hängt, so ähnlich. die Hummel lenkt mich ab. Zurück zum Thema. Also, diese Anzuchtgeschichten solltet ihr euch mal angucken. Ich habe da einiges an Worten zu verlieren. Ihr lernt auch mit Sicherheit eine andere Seite nochmal von mir kennen. Also ein bisschen mehr auch über mich. Und alles andere. Fühlt euch frei. Wer da keinen Bock drauf hat, lässt das einfach sein. Aber ansonsten, wie gesagt, also Bombenkommentare.
sind fast 100 an der Zahl geworden. Klar, es ging um ein Gewinnspiel, in dem man alles einfach nur kommentieren sollte, aber das haben die meisten gar nicht mitgekriegt, weil sie das gar nicht so weit gesehen haben. Und ich habe super, super, super viele liebe, total berührende Kommentare bekommen, die auch teilweise richtig lang geschrieben waren. Ich habe mir da Zeit für genommen, da gebührend drauf zu antworten. Ich habe jetzt noch 4-5 Nachrichten, die ich nicht beantwortet habe. Das waren ja auch fast 100 Kommentare oder so. Jede Menge. Also mit meinen, glaube ich, sind wir auf dem Weg zu 200 oder so. Also 190 oder... Ach, spielt auch gar keine Rolle. Ja, war einfach ganz groß von euch. Ich möchte mich dafür bedanken. Wie gesagt, das hat mein Herz berührt und auf eine gewisse Weise auch umarmt in einer Zeit, wo ich es gebraucht habe. Und ja, Labarababa, ich würde sagen, das hatten wir genug in dieser langen Folge. Jetzt bringe ich es mal auf den Punkt. Ich habe erzählt von diesen Pflänzchen. Wir gehen nochmal rüber ins Gewächshaus und das werde ich euch jetzt mal einblenden. Kommst du hier nicht raus? Ich muss dir helfen. Hey Kumpel, wir haben zwei Ausgänge. Wie war das? Einmal rüber ins Gewächshaus, und zwar jetzt. So ihr Lieben, wir haben hier 20 Grad im Gewächshaus. Oh, hier ist der Ton und Klang ganz anders, ganz irritierend. War es beim letzten Mal auch so? Habe ich ganz vergessen. Mann, ihr seid zu niedrig. Ich glaube, ich muss euch nochmal hochstellen. Wo haben wir ihn denn? Da haben wir ihn. Oh, steht gerade ein bisschen wackelig auf diesem Steine. Oh, so kriege ich auf jeden Fall mal keine Rückenschmerzen. So ist es ein bisschen einfacher. Also, ich bin hier im Gewächshaus von einem lieben Nachbarn, der hier mir die Möglichkeit ermöglicht hat, jede Menge Pflanzen loszuwerden, und es entpuppt sich als das, was ich brauchte, weil zu Hause, ich habe einfach gar keinen Platz auf der Fensterbank und mich nervt das auch an, die ganze Erde in der Wohnung und ach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich werde mir das nächstes Jahr ein bisschen anders überlegen, ein paar Sachen werde ich verbessern, aber für dieses Jahr ist alles gut. Ich habe da sehr viel Freude dran und jetzt auch wieder den Antrieb zurückgewonnen. Wie gesagt, ich habe ja jede Menge Pflanzen verloren, unter anderem, weil ich nicht gießen konnte, die sind vertrocknet. Also ich konnte mich selber quasi nicht gießen. Ich musste selber kämpfen und konnte für kein anderes Lebewesen da, war nicht, da sein. Hilfe. Aber es geht weiter. Ich habe genug, die überlebt haben. Und ich stürze mich lieber auf das Positive. Das nur zur Erklärung, falls dem einen oder anderen da draußen auffällt. Hä, was ist mit dem passiert? Und ich sehe davon nichts mehr. Also, ja, jetzt habt ihr die Erklärung. So, hier habe ich jede Menge Sachen. Und die werde ich euch einfach mal zeigen. Im Grunde genommen, das meiste kennt ihr. In der Regel Tomatenpflanzen, aber 1, 2, 3 andere Sachen dann auch. Also, gucken wir mal. Hier könnt ihr sehen, jede Menge verschiedene Pflanzen. Ich habe die immer so dreiermäßig angeordnet. Ich möchte am Ende 1 bis 2 Pflanzen davon haben. Im Garten, also ich werde nicht alles in den Boden bringen, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen und es wird jede Menge Menschen geben, die mir die Dinger noch aus den Händen reißen. Das hat sich alles schon angekündigt. Da waren noch 15 Leute, wenn nicht mittlerweile sogar mehr. Ich habe das alles auf den Zettel geschrieben und naja, aber eins nach dem anderen. Wenn ihr mal seht, ne, das ist die Cherny Prinz, die kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder von euch da draußen. Und die wächst richtig gut, da habe ich 3 Stück von. Hier habe ich auch noch eine. Da. Und das ist schon ziemlich auffällig, dass das hier alles größer aussieht und andere kleiner. Und ja, ich bin total begeistert, was für Unterschiede das da eigentlich gibt. Ne? Ja, ansonsten nichts Spektakuläres, außer Made in China hat nur eine überlebt, alle anderen sind tot. Und hier habe ich noch die goldene Zarin von dem Gartengemüsekiosk. Da habe ich ja Saatgut gekriegt, habe ich ja erzählt in einer anderen Folge. Und die zwei wachsen. Hier haben wir dann noch ein paar unspektakuläre Sachen, aber na, obwohl, wie man es nimmt, ne? Also hier haben wir die Schlangenhaargurke. Ja, da habe ich jetzt eine. Dann haben wir Mini-Gurken hier rechts. Ach, das kann ich euch gar nicht richtig zeigen. Na, macht die Kamera da noch. Ja, egal. Die kommen auf jeden Fall. Direkt daneben haben wir die Paprika Marconi, wenn ich das richtig lese. Oder Marconi? Ne, Marconi.
Und ja, hier Stangensellerie, ob das hier alles so Sinn macht. Und hier vorne links sind noch so ein paar alte Pflanzen, die ich Mitte Januar angefangen habe hochzuziehen. Wie ihr seht, der Burner sind sie tatsächlich nicht. Aber die deutlich später raus und die sehen toll aus. Wobei, hier muss man noch sagen, die Chili Bullhorn, da habe ich noch Hoffnung. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Gott, jetzt kommen wir da hinten noch zu. Und zwar nach wie vor Keimtemperatur, super viele verschiedene Sachen ausprobiert. Hier in dieser Dreierreihe, also die erstmal auslassen, aber die drei hier, da ist wieder dieser gelbe Pflücksalatversuch von mir, die kommen einfach nicht. I don't know, keine Chance, wahrscheinlich taugt das Saat gut nichts, zu alt, wie auch immer. Ich will das aber auch nicht verteufeln oder so. So, also hier habe ich wieder neue ausgebracht. Ach so, ja doch, eine Sache ist mir krepiert, fällt mir gerade ein. Die habe ich, das fand ich sehr schade, mein ganzer Wasserspinat ist hin. Jetzt habe ich hier in den Dingern, die frei waren, dann auch nochmal Wasserspinat rein. Bin fleißig am Gießen. Was habe ich hier jetzt gesagt, was ich da rein habe? Oh nein, ich habe es vergessen. Es war Salat da und ist... Ach, keine Ahnung, ich werde das schon erkennen. Ich tippe mal auf Blumenkohl. Das könnte sehr gut sein, dass ich die hier nochmal ausgesät habe. Egal. Ansonsten, hier unten stehen noch ein paar Sachen, die sind nicht von mir. Dabei die Tomatenpflanzen kriegt hier, ach ja, die Obfrau, von der ich die Erdbeeren habe. Und ja, die gieße ich halt auch immer mit. Das ist so das, was hier ist. Ich werde mal zum Ende hin auf jeden Fall nochmal die Pflänzchen zu Hause. Jetzt kann ich eigentlich auch wieder in die Kamera sprechen. Jetzt müssen wir das mal so machen. Ich hänge hier ein bisschen fest und der Kram hier, der ist ziemlich nervig. Ich und meine Haare. Also, den Rest von zu Hause, den werde ich Richtung Ende des Videos zeigen. Ihr Lieben, bei mir zu Hause gibt es gar nichts zu sehen, deswegen, ja, das kommt, denke ich, mal in der nächsten Folge, also zurück zum Garten. So, ihr Lieben, ist das nicht schön? Ich hatte ja schon den Tipp gekriegt oder jemand hat mir die Däumchen gedrückt, dass das hier auch mal in Blüte schießt, damit ich Saatgut gewinnen kann. Ich muss gestehen, ich habe jede Menge Saatgut davon. Mehr als ich brauche die nächsten 2 Jahre auch. Aber nichtsdestotrotz, ich lasse das mal stehen, ich möchte wissen, wie das ist. Und ich denke, heute oder die nächsten Tage wird hier nochmal Salat geerntet oder das ein oder andere Radieschen. Aber warum bin ich hier? Generell kennt ihr das ja schon. Schwenken wir mal nach da. Tada! Ja, darum geht's. Ich habe ein neues Hochbeet angelegt. Und die Dinger hier habe ich geschenkt gekriegt. Vielen Dank an meinen Vater, du hast das hergebracht. Oh, da gibt's noch was. Warte mal. Mein Vater hat quasi aus Restholzstücken dann nochmal ein Vogelhäuschen gebaut. Ganz schön riesig. Vielleicht habt ihr Ideen, was da am besten nisten kann. Vielleicht sind wir auch schon zu spät dran. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Aber aufhängen kann ich es dann ja auf jeden Fall. Erzählt mal was. Lochgröße würde mich interessieren. Und für welchen Vogel interessant. Weil ich finde, das ist hier ein bisschen länglicher. Vielleicht wird das für irgendwen ganz speziell interessant. Könnten wir dabei helfen. Und Vater, vielen Dank, ich freue mich. Das habe ich gestern recht spät entdeckt, so typisch, vor der Nase nicht gesehen. Kriegt einen besonderen Platz. Gut, wir waren jetzt aber hier beim Hochbeet. Und was habe ich mir da einfallen lassen? Ich habe das genauso beschickt wie dort bisher. Allerdings ein bisschen karger, was Holz angeht, weil ich jetzt nicht groß was hatte zum... loswerden, weil ich möchte noch ein bisschen Feuerchen machen, um Aktivkohle herzustellen. Aber hier ist unterschiedlicher Kram drin, natürlich hier Erde von hinten, etwas tiefer, aber super viel Rasenschnitt, Grassoden ganz unten, die wollte ich loswerden. Und jetzt habe ich auch schon für die Geschichte ganz, ganz viel Rasenschnitt, der hier noch reinkommt. Da muss ich dann gucken, wann hier gemäht wird. Aber die Leute wollen das ja immer loswerden. Ich freue mich. Und dann kommt irgendwann über den Rasen durch dieses Teil. Hallo Spinne. Ne? Bist du überrascht, ne? So. Pack dich gleich zurück. Das passt hier genau rein. Das wird abgedeckt für die Regenwürmer, damit die sich erstmal vom die Sachen kümmern, die da drunter sind. Ja, ansonsten hier so ein bisschen Sägespäne-mäßig. Ich habe angefangen, hier drüber Holz zu sägen, was ich zum Verfeuern haben möchte. Ich weiß, es ist windig, da müssen wir durch.
Das ist für die ganzen letzten Tage schon richtig gut gerade. Ja, und alles andere erzähle ich euch dann, wenn es dran ist, wenn was hier reinkommt und wie auch immer. So, jetzt sind wir auch schon fast durch, ne? Also Fensterbank, Auslosung fehlt noch. Aber ich habe auch noch einen Sperrmüllschatz, könnte man sagen. Und den will ich euch jetzt zeigen. Also, ich nehme euch mal mit. Uiuiuiuiui. Ups. Ah, den Vogelkasten kann ich auch gleich mitnehmen. Übrigens, nicht nur was da drin essen kann, vielleicht habt ihr auch eine Idee, wohin. Also ich habe ja immer 1000 Ideen, aber wer weiß, vielleicht habt ihr noch eine bessere. Oh, Zug. Ja, ich lasse das mal drin, das gehört ja auch hier zu. Moment, ich packe das jetzt mal weg. Ich weiß, für einige wäre ich schon wieder zu hektisch und so weiter und so fort. Aber was ich euch jetzt zeigen möchte, oh Mann, der Wind ist aber auch echt doll. Ich habe gestern hierher geholt, nicht nur Gewichtplatten, die ihr gerade hinter mir seht, sondern hier vorne ist das nicht toll. Das sind quasi so alte, ja, für Blumenkästen. So richtig schöne Halterungen. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen hochfilmen und die einfach mal hinhalten, weil die sind echt riesig. Ich kann das gar nicht richtig erkennen. Na, eine Blaumeise oder wer sitzt da? Nee. Keine Ahnung, ich erkenne die noch nicht vom Klang. Also hier, richtig schön. Eine geile Patina drauf. Da will ich auf jeden Fall noch ein schönes Plätzchen für finden. Ja. Sperrmüll, ne? Also, ich muss sagen, Sperrmüll befasst sich auch bei mir mit den Sachen, die andere Leute nicht gebrauchen können und einfach echt richtig loswerden wollen. Und froh sind, wenn der Kram weg ist aus deren Sicht. Und das ist für mich genauso Sperrmüll, ne? Einmal zur Klarstellung. Ja, mal gucken, was ich damit anstelle. Sauhübsch finde ich. Hört ihr das? Hört sie an wie Gänse. Wo sind sie denn? Da. Oh, die könnt ihr nicht sehen. Ah, doch, ich sehe sie ein bisschen. Egal. Zu hoch, zu weit weg. Hat mich gerade irritiert. Also, ansonsten passiert hier auch jede Menge. Ich habe angefangen aufzuräumen. Hier hinten ist ja eher Müllhalde gewesen. Und jetzt aber für den Fall, ja, ich habe hier hinten auf jeden Fall Kram weggebracht oder, sage ich mal, umdeponiert. Und hier vorne könnt ihr sehen, ihr erinnert euch noch, hier rechts Tomatenpflanze mit Tomatendach. Das wird auch alles wieder so hergestellt, vielleicht eine verbesserte Version. Mal gucken, so wie sich das entwickelt. Und direkt hier links neben, da wo jetzt hier die Schaufel steht, einmal da, möchte ich eigentlich das gleiche nochmal hinhaben. Mir hat das richtig gut gefallen an der Stelle und ich denke, dieser ganze positive Nutzen von den Steinen, obwohl jetzt sehe ich gerade, da fällt Schatten hin, ne? Ha, vielleicht doch gar keine so gute Idee. Hätte ich da das Hochbeet hinstellen sollen? Egal, alles nicht so wichtig. Ich schaue einfach mal und ja, ansonsten suche ich mir einen anderen Platz. Dann soll das vielleicht da nicht sein. Mal gucken. Aber wie ihr sehen könnt, jede Menge an Bauschutt, den ich hier raushole. Also die nächste, jetzt hänge ich im Baum fest. Also die nächste Insektenpyramide kann auf mich warten. Übrigens das hier, das sind Taubnesseln. Die kann man essen. Ich habe es probiert, schmeckt nicht. Sollen aber gesund sein, gerade so bei Menstruationsbeschwerden, Frauen. So ein Geruch hat das auch nicht. Also für mich ging das so ein bisschen in die Borretsch-Richtung. So ein bisschen, ich kann das nicht besser beschreiben. Würde auf jeden Fall irgendwie zu irgendwelchen selbstgemachten Frischkäse-Geschichten, Quark, was weiß ich. Ist mal so spontan in den Kopf geschossen. Okay. Gut, jetzt schauen wir mal, wer gewonnen hat. Erstmal gucken, wen kriegen wir hier zusammen. Ups, okay. Einmal den Link zu meinem Video. Wollen wir mal gucken, wie viel zusammen haben. 62.
Und dann gibt es hier unten, jetzt gibt es hier den Startknopf. Und mal gucken, wer gewonnen hat. Daniel K. Moin Lars, dieses Video habe ich fast eine Woche lang geschaut. Mach weiter so, deine ruhige Art bringt Lebensfreude und Entspannung in den Garten. Viele Grüße. Ja, ich glaube, der Kommentar kam, glaube ich, heute. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du kriegst den ersten Gutschein. Another winner. Einmal für den zweiten Gutschein. Mann, irgendwie ist die Linse ganz schön dreckig. Müssen wir durch. Kleingarten Ünver, ja, herzlichen Glückwunsch, wunderbar, trifft den richtigen, würde ich sagen. Ich freue mich für dich. Hey Lars, so gut wie durch dein Video. Herzlichen Glückwunsch zu den 1000 Abonnenten, mach weiter so und bleib so, wie du bist. Danke für deinen Support, bin schon gespannt auf deine neue Doku-Reihe. Wir sehen uns in Erftstadt. Lieben Gruß, FLK. Ja, den Kanal solltet ihr euch übrigens auch angucken. Ich hatte schon so einen schönen Abspann und habe leider nicht auf Aufnahme gedrückt. Das passiert auch mal, das kennen die anderen YouTuber da draußen auch. Also für heute soll es das gewesen sein. Gartenrundgang, Sperrmüllschätze, Anzucht-Update, Gewinner des Saatgutes und so weiter und so fort. Was ich euch noch erzählen möchte für die Zukunft, ich habe natürlich noch einiges vor. Ich habe dieses Jahr auch schon ein paar Sachen angekündigt. Nächster Zug, kurz abwarten. Tschüss. Ich habe schon angekündigt, auch über Instagram und so weiter. Ich mache mein Waschmittel selber seit Anfang des Jahres, habe da sehr gute Erfahrungen mit. Und möchte euch da draußen auch mal diesen Horizont eröffnen, dass sowas geht. Für die, die es nicht kennen. Und ja, dem einen oder anderen interessiert das, was ich jetzt persönlich mag. Wie auch immer, ihr könnt euch herausfiltern, was ihr wollt. Also das ist so eine Sache. Dann habe ich ja zu Hause Bokashi meine erste Erfahrung gesammelt und so weiter und so fort. All Positives, Negatives. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu erzählen. Und ich möchte nochmal dran erinnern, am 19. Mai, das ist in einem Monat, haben wir das Garten-YouTuber-Treffen in Erftstadt. Also wer da noch hinkommen möchte, darf da sehr gerne planen. Ich werde da rumtingeln, ich denke mal mit meinem Klapprad, wenn das bis dahin heile ist. Das ist leider ein bisschen lidiert, aber mal schauen, sollte ich irgendwie hinkriegen. Und vielleicht darf ich den einen oder anderen von euch da begrüßen, kommen. Begrüßen kommen. Vielleicht darf ich den einen oder anderen von euch begrüßen und irgendwie ins Gespräch kommen. Würde mich freuen. Ansonsten, ja, kommt so wie das kommt und alle, die nicht in Erftstadt sein können, seid nicht traurig. Es gibt vielleicht auch mal andere Möglichkeiten und fürs Hier und Jetzt ist das so ein kleiner nächster Schritt von mir. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, andere Menschen kennenzulernen und auch die ganzen Garten-YouTuber. Deswegen schauen wir mal, wie das alles so wird, ne? Also es ist zeitnah und ich möchte auch mal daran erinnern, die Kooperation mit Milli und Viri, oh Gott, Milli und Viri, Willi und Miri oder Miri und Willi und Moritz, die ist quasi schon ein bisschen im Gange, habe ich ja schon angekündigt und demnächst werden wir da auf jeden Fall konkreter, gehe ich von aus. Aber alles nicht fix, nur mal so für das, was so gerade passiert. Die werde ich wohl auch nächsten Monat besuchen. Mal gucken. Irgendwann aber auf jeden Fall. So, ich kann nicht mehr länger in die Sonne gucken. Das macht mich fertig. Außerdem bin ich hammermüde. Ja, ihr wisst das. Das lässt sich nicht vermeiden. Also die Nebengeräusche lasse ich jetzt mal alle drin. Ja, ich bin total begeistert. Auch über das letzte Video noch, aber da möchte ich jetzt gar nicht mehr drüber reden, das habe ich vorhin schon getan. Zu diesem Video auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ich sage tschüss, euer Lars, ich bin raus, ich lege mich mal eine Runde pennen jetzt. Und dann heißt das Sport, ab zum Sport. Übrigens, nicht in der Wohnung hocken, raus bei dem schönen Wetter, ne? Ganz klar. Gut, jetzt haben wir morgens, ne? Aber ich rede jetzt von Feierabendzeit und Wochenendzeit. Morgen haben wir ja schon Wochenende. Ich denke mal, morgen werde ich das Video rausbringen. Also für euch ist mein Morgen heute wahrscheinlich. Und jetzt fehlt mir langsam die Spucke zum Reden. Ich denke, das ist ein Zeichen. Also, tschüss, ich bin raus. Ich finde auch nie einen Punkt, ne? Ich kann immer länger. Ah. Ah.
So, jetzt krieg ich Durst, ne? Durst hab ich jetzt und jetzt muss ich schon mal kratzen. Oh Mann, ey. Ich hab nichts getrunken heute Morgen. Das ist ganz schön reichlich doof. Ein bisschen doof. Obwohl doch, ein Petit Peu hab ich. Mein Bart ist schief, ne? Ich weiß. Ich hab das eigentlich alles gerade gemacht, aber ich hab letzte Nacht hab ich hier auf dem Bauch geschlafen und so irgendwie so. Und dann sieht mein Bart schief aus. Hab ich zum ersten Mal selber gemacht. So, jetzt aber hier, tschüss.